sagt ihr? Würden Sie mir raten, heute meinen ersten Joint zu rauchen? So ein Quatsch. Also ich dachte irgendwie auch, ich würde gerade sterben in dem Moment. Bäh. Leute, ich bin jetzt irgendwie schon richtig dicht. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem YouTube Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich das erste Mal in meinem Leben einen Jibbit rauchen. Ich mache selbst Experiment, so wie Cannabis, Fragezeichen. Ich habe unterschiedliche Challenges gemacht. Ich habe mit einem Kiffer, mit einem waschechten Kiffer ein Interview geführt. Ich bin auf die Straße gegangen. Was denken die Leute überhaupt über Cannabis? Und ich habe am Ende das getestet mit unterschiedlichen Challenges. Es ist einfach nur komplett crazy geworden. Aber jetzt fragen wir erstmal die Leute, was denken sie überhaupt über Cannabis? Haben Sie schon mal gekifft? Nein, Mario. Haben Sie schon mal gekifft? Did you ever smoke weed? Yes. Ich hab schon mal gekifft. We just asking people if they ever smoked weed before. Oh yeah, I did. Haben Sie schon mal gekifft? Hab ich, ja. Habt ihr schon mal gekifft? Ich hab schon mal gekifft, ja. Ich distanziere mich davon. Haben Sie schon mal gekifft? Da waren Sie noch gar nicht geboren. Finden Sie gut oder finden Sie nicht gut? Schlecht. Wieso? Passt mir einfach nicht. Rauchen reicht schon. Erste Kandidat fand es nicht so toll. Entschuldigen Sie. Bitte lass mir weg. Ich werde keinen Auftrag. Haben Sie schon mal so einen richtig großen Holländer gebaut? Ein Holländer? Also einen richtig fetten Holly quasi gebaut. Ich glaube, in Berlin alle zwischen 16 und 18 sind, haben eh schon mal mindestens einmal gekifft. Also du sagst, Kiffen ist geil? Wenn man es in Maßen macht, ja. Wie oft kiffst du denn? Aber am Wochenende schon mal mit den Jungs. Da vorne am Sparkassenautomat sind zwei Mädchen, die sehen extrem, extrem jung aus. Und wenn die jetzt wirklich gekifft hätten schon, dann würde mich das wirklich verwundern. Was natürlich aber auch irgendwie so ein bisschen dem widerspiegeln würde, was Max gerade gesagt hat, ne? Ich glaube, in Berlin alle zwischen 16 und 18 sind, haben eh schon mal mindestens einmal gekifft. Habt ihr schon mal gekifft? Nee. Ihr seid auch noch ziemlich jung, oder? Also 16. Ja, 15, fast 16. Okay, würdet ihr sagen, dass man mit 16 und 15 schon oft das gekifft hat? Oder dass es viele Leute in eurem Alter gibt, die schon mal gekifft haben? Ja, ja, ja. Alle kiffen. Alle kiffen, sagt ihr? Haben Sie schon mal so einen richtig fetten Holly geraucht? Nee. Nee? Nee. Wollen Sie mal? Nee. Wir fragen, oh, gelber Urus, film ihn. Sorry. Hi. How often do you smoke weed a week? Oh no, not a week, very rarely. Yeah? From time to time. Yeah. Have you had like bad experiences with smoking weed? I didn't have bad experiences, but I would avoid it if I can. Like, it's not something that I would necessarily try if I had to, like. Wir sind jetzt hier an einem Kiosk am Kudamm angelangt und wir sehen, der Mann verkauft hier erstmal in vielerlei auch Souvenirs, aber wir sehen hier auch ganz klare Utensilien, die zum Kiffen geeignet sind. Und zwar haben wir hier Grinder aller Art, hier der Bustdown Grinder für 13,95 €, also wirklich ein richtiges Schmuckstück, würde ich sagen. Und wir fragen den Typen jetzt mal, was er denn vom Kiffen hält, weil so negativ kann er dem Ganzen ja nicht entgegenstehen, wenn er die Sachen, die Utensilien zum Kiffen offensichtlich verkauft. Die smoken nicht? Nein. Okay, das heißt, Sie sind clean Ihr ganzes Leben lang? Sehr geil. Ja, ich esse gerne. Okay, sorry. Tut uns leid, dass wir beim Essen stören. Alles klar, ciao, ciao. Der hat hier anscheinend uns das Interview verwehrt, der Mann, weil er hat ganz offensichtlich was zu verschweigen, habe ich das Gefühl, ne? Wie finden Sie das? Mach's nicht mehr. Würden Sie mir empfehlen, heute meinen ersten Joint zu rauchen? Musst du entscheiden. Woran liegt das? Leute von mir sind dann halt einfach darauf abgekackt. Hört sich nicht, oder? Okay. Krass, ja. Und was sagst du? Ey, ich find's einfach geil. Ich werde heute meinen ersten Jibbit jemals rauchen, Leute. Was habt ihr irgendwie für Worte an mich jetzt? Gut Kick. Gut Kick? Ja, ja. Also, Sie haben auch schon die dicken Lunden, sage ich jetzt einfach mal, geraucht. Das war normal. Problem ist der Staat. Man macht noch ein Gesetz und noch ein Gesetz. Das ist alles Quatsch. Sind Sie für die Legalisierung? Aber es ist ja sowieso ein Witz, dass der Staat sich einmischt, welche Pflanzen angebaut und nicht angebaut werden. Er hat denen gar nicht zu interessieren. Das ist die Natur. Die Natur ist da. Die sollen sich nach der Natur richten. So aber ist das es. Haben die ja vergessen. Würden Sie mir raten, heute meinen ersten Joint zu rauchen? Wie? So ein Quatsch. Sehr geiles Statement. Hier kommt Chaka. Chaka. Richtig geiles Rauch, der Typ. Ich treffe mich heute mit Jonas. Er ist Kiffer durch und durch, wird mir alles übers Kiffen erzählen und mich perfekt auf meinen ersten Trip vorbereiten. Also, let's go! Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier mit Jonas getroffen, ein waschechter Kiffer, oder? Willst du das bestätigen? Ich würde schon meinen, dass ich ein waschechter Kiffer bin. Seit wann kiffst du so schon? Ich habe meinen ersten Joint mit 15 geraucht. Damn! Ist halt auf jeden Fall ein großer Einfluss durch meinen großen Bruder gewesen. Ah, okay. Und auch durch Musik, würde ich sagen. Ja. Also, viel Musik habe ich halt gehört, sehr viel amerikanischen Hip-Hop. Wie ist es dann weitergegangen? Also, hast du ab da durchgehend angefangen zu kiffen? Ich habe meinen ersten Joint im Lietzensee geraucht. Da war das dann so, dass man vielleicht sich wöchentlich mit seinen Freunden getroffen hat. Hat man sich halt getroffen, wöchentlich, hat man ein bisschen geraucht. Am Anfang hat man sich auch noch kein eigenes Weed geholt. Da hat man eigentlich einfach nur mitgeraucht. Ja, ja, bei halt denen, die einen beeinflusst haben, Teil so mäßig. Oder hast du irgendeine richtig witzige oder krasse Story, die irgendwie im Zusammenhang... Ich fange mit der negativen an. Ich war da auch 15 und war die U-Messe. U-Messe? Die U-Messe. U-Messe ist eine Jugendmesse, die jedes Jahr in Berlin stattfindet, um quasi Jugendlichen quasi den Berufsweg
Weg zu zeigen oder was man vielleicht in der Zukunft machen kann. Da hat sich der Jonas gedacht, okay, treffe ich mit einem Kumpel vorher und wir smoken. Wir sind um 6 Uhr, 7 Uhr morgens zu ihm nach Hause gegangen und wir haben Bon geraucht. Oh, damn. Der gute Freund und ich haben uns gedacht, komm, also habe ich gesmoked bei ihm zu Hause. Ich habe auch nichts gegessen davor, muss ich auch dazu sagen. Okay. Ich habe davor nichts gegessen. Würdest du das empfehlen? Ich würde immer empfehlen, vor Cannabiskonsum was zu essen, weil es könnte sein, dass vielleicht der leere Magen darauf nicht klarkommt. Okay. Und da kann auch Übelkeit vorkommen. Vor allem für Anfänger wie mich zum Beispiel. Auf jeden Fall immer was davor essen. So, und wir sind jetzt hier vor dem Edeka und wir werden jetzt mal reingehen und uns gucken, was wir zu essen finden, weil wir brauchen natürlich einen vollen Magen auch irgendwo dann, ne? Wenn wir dann den sogenannten Fressflash kriegen sollten. Wow, ja. Himbeeren mit Joghurt, oh mein Gott. Süßigkeiten brauchen wir noch. Was auch immer ganz wichtig ist, ein Pombeeren-Ketchup-Geschmack finde ich. Die sind immer sehr, sehr lecker. Und Popcorn. Von Chio, das wird krass schmecken, glaube ich. Dann haben wir salzig, süß und jetzt noch Joghurt und Pizza. Schokodessert, Mousse au Chocolat. Und da dürfen auch zwei von mit, würde ich sagen. Knoblauchbaguette ist ein Hit. No cap. Dann sind wir aus seiner Wohnung rausgegangen und wir wollten dann zum Bus gehen. Und als wir dann in den Bus eingestiegen sind, wurde auf einmal für mich alles komisch, würde ich sagen. Einmal habe ich so alles schwarz-weiß gesehen. Ich habe mich dann hingesetzt. Ich konnte auf einmal gar nichts mehr sehen. Ich dachte irgendwie auch, ich würde gerade sterben in dem Moment. Ich habe es irgendwie geschafft, mit ihm auch aus dem Bus auszusteigen, weil wir waren ja auf dem Weg zur U-Messe. Ja, ich check. Sind dann weitergefahren mit der Regionalbahn. Da waren auf einmal alle Mitschüler von meiner Klasse. Einmal hatte ich voll die Paranoia. Ich dachte, ich werde irgendwie verfolgt oder sowas. Okay. Und bin dann losgerannt. Ich glaube, am Ende war es tatsächlich eine THC-Überdosis. Das war, würde ich sagen, einer meiner schlimmsten Momente in meinem Leben. Nach dieser kranken Story hatte ich noch mehr Angst vorm Kiffen. Ich musste es jedoch fürs Video machen. Wir brauchten nur noch eine Sache. Hier haben wir das wunderschöne Basilikum. Mein Spaß. Und jetzt mal Spaß beiseite. Ich sag jetzt mal ehrlich ein kurzes Statement. Das ist kein THC-haltiges Cannabis. Das ist CBD. Das haben wir ganz normal von dem Späti gekauft. Also 100% legal, Leute. Macht euch da gar keinen Kopf. Boah, der Geruch ist wirklich stark, also riecht total nach einer überzüchteten Riesenpflanze, finde ich. Jetzt soll man diese Mische hier irgendwie zu so einer Wurst verarbeiten. Und jetzt kommt die Methode der YouTuber, den ich da geguckt habe, der heißt Jules. Und der meinte, das ist irgendwie seine ganz spezielle Methode. Und zwar nimmt er das Zeug hier so irgendwie ums Würstchen zu legen. Wir stopfen das Ganze mal ganz dekadent auf der Rolex hier. Das macht man dann halt so, das wäre dann so ein Baby-Smooth. Nun ging's an die heiße Phase, das Kiffen. Any other lighter that's not a big, it's fake. Any other lighter that's not a big, it's fake. Ich muss echt sagen, ich bin wirklich gerade ein bisschen aufgeregt. Ich hab mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, was Jonas gesagt hat in dem Dings. Auch wenn's jetzt nur CBD ist, kann's ja trotzdem irgendwie wirken, ne? Und ich würde sagen, wir zünden den ganzen Lachs jetzt mal. Also hier seht ihr's nochmal, wirklich ein geiles Ding. Erster Zug Jibbit in meinem Leben. Wie raucht man denn richtig? Was? Nochmal kurz, für mich auch später. Mir wurde früher mal so erklärt, den Rauch einatmen mit der Technik, als würde deine Mutter quasi auf einmal da sein. Schwer zu erklären, also du smokst halt und dann ist deine Mom da und sieht dich als Spoken, dann musst du machen. Ah, I got you. Und das man bringt halt den Rauch in die Lunge. Ja, okay. Bäh. Okay, der Jibbit brennt auf jeden Fall. Der Geschmack ist nicht so lecker. Boah, ich bin mal gespannt echt, wie es werden wird. Ich habe ein bisschen Angst. Wie man sehen kann, habe ich ein paar Züge vom Jibbit genommen und mich etwas mit meinem Chipsitter unterhalten. Doch wie ist die Wirkung bis jetzt? So richtig merke ich noch nicht was. Außer jetzt, wenn ich irgendwie gerade so diesen Tunnelblick habe in die Kamera, dann sieht es schon irgendwie komisch aus. Also irgendwie merke ich doch schon ein bisschen was. Sag mal so die drei wichtigsten Tipps für mich. Genug essen, ich gebe die vier Tipps. Okay, okay. Kein Pappmaul, das kann ja auch ganz schnell sein, weil Cannabis, die trocknet so ein bisschen die Schleimhäute aus. Deswegen kriegt man auch die roten Augen, weil die ganzen Schleimhäute ein bisschen trocknen. Und dadurch kriegt man auch einen trockenen Mund. Deswegen immer was zu trinken haben. Vielleicht sogar ein Trip-Sitter. Also es ist ja jetzt kein Trip, den man jetzt durchführt. Aber vielleicht trotzdem eine Person, wo man sich verbunden fühlt, wo man Vertrauen hat. Und halt, dass man halt, wie ich schon meinte, halt nicht mit negativen Gedanken an die Sache rangeht. Ich merke auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Pappmaul, ich brauche ein bisschen Getränk. Genau das ist das, was Jonas meinte. Raucht ein bisschen und mein Mund wird trocken und so. Und auch von dem Rauchen so, man hat so ein bisschen Kratzen in der Lunge. Ich brauche jetzt erstmal den typischen Murat-Eistee, Digga. Man merkt so ein kleines Kribbeln in den Fingern oder im Körper. Okay. Kopf fühlt sich so ein bisschen wummrig an, würde ich sagen. Man hat richtig Bock auf Süßigkeiten, auf Essen generell, so Munchies. Manchmal hat man so ein paar wirre Gedanken. Ist auch natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Alles ist eigentlich ziemlich lustig, kommt manchmal zu Lachflash, also besonders am Anfang. Das waren jetzt ja eigentlich alles sehr positive Sachen. Doch, so, ne? Hier seht ihr nochmal den absoluten Oberchiller am Jibbit rauchen. Später. Leute, ich bin jetzt irgendwie schon richtig dicht.
Ich hänge voll in den Seilen und ich bin voll in die Couch gefangen irgendwie. Ich trage so eine geile Schlafanzugshose. Born a Man is Merch. Schöne Grüße an Fritz. Der hat McKenell Joseph nämlich gezeigt. So. Okay. Es könnte sein, dass vielleicht der leere Magen darauf nicht klarkommt. Okay, okay. Und da kann auch Übelkeit vorkommen. Vor allem für Anfänger wie mich zum Beispiel. Auf jeden Fall immer was davor essen. Ich kotze gleich, mir ist übel. Genau das, was der Jonas gesagt hat. Ich habe nämlich, bevor wir jetzt heute gesmoked haben, gar nichts gegessen. Es war Zeit für Challenge Nummer 1. Das große Fressen. Okay, Leute, es gibt jetzt die erste Verköstigung. Da habe ich richtig Bock drauf. Probier jetzt mal ein bisschen. Guckt mal, so sehen die von nah aus. Richtig geil rot gewürzt. Aber ich habe gemerkt, die sind geschmackstechnisch ganz krass. Boah, hier habe ich so krass Bock drauf. Veganes Mousse au Chocolat. Guck mal, wie fluffig. Manchmal hat man so ein paar wirre Gedanken. Das schmeckt so wie Ice Spice Booty. Guck mal, diese Bläschen da oben drauf. Extrem fluffig. Und jetzt. Boah. Boah, ist das geil. So schön kalt und cremig. Jetzt Himbeeren. Die werden, glaube ich, ein bisschen sauer und. Ich glaube, die werden ein bisschen hinterherhinken, sage ich ehrlich. Schau euch mal die Farbe an. Wie geil sieht denn das bitte aus? Ein richtig geiles Rot. Extrem sauer, aber auch irgendwie extrem geil. Wie so gesunde Center Shocks. Popcorn, habe ich gesagt, ist ja auch perfekt für so ein Fressfleisch. Da kriegt man richtig viel, kann sich richtig viel reinschieben. So goldbraun gebrannt. Auch sehr gut. Ist gut. Boah, das wollte ich ja machen. Dazu ist die Bahn hier. Hier den Bogot. Guck mal, wie kross das ist. Hört mal. Hört euch das mal an. Wie kross, Alter, so krank. Boah, riecht so geil nach Knoblauch. Schmeckt extrem lecker. Ist es auch so, also ich habe das bei anderen Drogen schon von Leuten gehört, dass sie, wie du auch gerade beschrieben hast, der erste Jibbit am Tag, dass der so am meisten klatscht und die danach raucht man eigentlich nur noch, um halt so weiter dicht zu bleiben. Ja, um auf dem gleichen Level zu bleiben. Ja, quasi. Ja, ja, ja. Ich merke das oft, wenn ich jetzt den ganzen Abend sehr viel gesmoked habe und dann am nächsten Morgen sofort morgens einen Joint rauche, da ich halt nicht so extrem verklatscht bin, sondern dass halt quasi diese Wirkung wieder aufgebaut wird. Ja, genau, genau. Es ist jetzt 2,5 Stunden ungefähr nach dem letzten Gibbet. Ich muss sagen, ihr habt ja gesehen, ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich war nur am Lachen und so. Aber jetzt ist irgendwie so, dass ich einfach nur noch läsch bin irgendwie. Eigentlich auch diese Wirkung eingetreten ist, wie gesagt, also so am Anfang sehr euphorisch und so. Und dann nach einer Zeit, je länger es ist, desto läscher und müder wird man irgendwie. Aber wir haben jetzt noch einen zweiten Gibbet, den wir gleich im Park rauchen. Wir gehen so mit so Steckern und so. Die machen so Hobbyfechten oder so. Ich bin so irgendwie mega goofy. Gerade da waren so welche, die hatte eine Geburtstag, die hat uns Kuchen geschenkt, die sind da vorne. Die haben uns einfach Kuchen geschenkt, Digga, beste, ich schwöre, dieser Pack ist so genial, Alter. Und diesen Mädchenmantel, der schmeckt nicht, aber der schmeckt, finde ich. Aber ja, wir rauchen jetzt auf jeden Fall den zweiten Gibbet, gehen dann wieder nach Hause und dann machen wir die Try Not To Laugh Challenge. Okay, Leute, wir sind jetzt bei der Try Not To Laugh Challenge angekommen. Ich fühle mich eigentlich ganz okay, also ich bin jetzt nicht mehr richtig stoned. Ich meine, war ja auch nur CBD, deswegen ist ja klar, dass es jetzt nicht so krass klatscht. Aber jetzt kommen wir zur Try Not To Laugh Challenge und da habe ich mir ein ganz besonderes YouTube-Video rausgesucht. Und zwar reagieren wir heute auf das brandneue Lied von 24 Tim, Bling Bling. Okay. Achtung, Durchsage. Das hier geht an alle Menschen da draußen, die meinen immer noch mich und alle anderen in Schubladen stecken zu müssen. Tamam. Dann. Oh. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Cappy Reflorin, Farbe Pink. Krass. Immer fresh Nails, ist mein Ding Ding. Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24 Tim. Oh. Bars. Das sind Bars. Billys sind am Start, Leute gucken. 110 Kilo, später 48. Kommentare fake, alles so vergiftet. Oh. Schauen meine Story, das ist alles wichtig. Ich muss sagen, wir haben uns, bevor wir das Video angeguckt haben, Story von 24 Tim angeguckt. Und es war sowas von Unterhaltung pur. Das war absolut witzig. Deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen. Mich nicht mehr ändern, also Digga, fick dich. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Cappy Ralph Lauren, Farbe Pink. Immer fresh Nails ist mein Ding Ding. Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24 Tim. Oh,
komm aus dem nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den Part. Ich glaube, der hat Potenzial. Ich glaube, der könnte sehr fresh sein. Cut ya auf Wish. Nenn mich wie du willst, doch ich bin ne Bad Bitch. Gebe nen Fick, spiel mit deinem Dick. Community strong, Leute lieben mein Shit. Schau, Digga, mein Outfit, Champions League. Geile Effekte. In deinem Spiel. Drop meinen ersten Track auf meinen krassen Beat. Sag, dass du ihn hast oder dass du's lebst. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Cappy Ralph Lauren, Farbe Pink. Ich muss sagen, die Hook ist schon extrem catchy. Ich muss jetzt nicht so lachen, aber an einigen Stellen war schon fresh das Video von 24 Tim. Ich fand's schon geil. Und jetzt gucken wir nochmal eine ganz normale Try Not To Love Challenge. Okay, Autounfall, Entschuldigung. Spaß, Spaß. Oh. Ja, man, yeah. Go easy. Yeah. Yes. Junge. Also Leute, ich sag, ich hatte das Video schon irgendwie viel witziger als das 24 Tim Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so feier. Ich dachte eigentlich, die Videos finde ich voll langweilig. Das sieht witzig aus. Komm, Junge, voll ins Wasser. Was ein Versager, Digga. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit dem Video. Auf jeden Fall witzig. Gesehen, ich hatte ein, zwei Lacher dabei. Aber ich merke jetzt eher dieses Lash-Gefühl. Also, ich liege eigentlich nur noch hier so rum und habe so einen steifen Tunnelblick drauf. Steifen. Und... Was würdest du denn sagen, sind so Negativaspekte jetzt, wenn du rauchst und auch wenn du viel rauchst? Auf jeden Fall das Geld. Der andere Aspekt wäre, glaube ich, psychische Sucht, könnte man sagen. Okay. Es gibt ja keine körperliche Abhängigkeit von Cannabis, aber wenn deine Psyche nicht stabil ist, kann es natürlich sein, dass du auch von diesem Stoff abhängig wirst. Man träumt wirklich fast gar nicht. Du hast gar keine Träume? Also jetzt zur Zeit, ich habe jetzt wieder eine Pause gemacht. Ich muss sagen, in der Pause habe ich sehr, sehr heftig geträumt, aber jetzt seitdem ich wieder angefangen habe zu smoken, muss ich sagen, kann ich mich jetzt an keinen meiner letzten 5-6 Träume erinnern. Ich habe das bei manchen Leuten mitbekommen, mit denen ich auch manchmal abhänge, die auch relativ oft kiffen, dass die sehr träge werden oder so. Ja, träge, doch. Verklatscht so ein bisschen. Man lässt so ein bisschen alles so ein bisschen liegen. Vieles juckt einem einfach gar nicht, würde ich sagen. Man kann halt auch ein bisschen müder sein, wenn man halt wirklich viel gesmoked hat. So eine allgemeine Gleichgültigkeit kann sich durch oftmaligen Konsum von Cannabis auf jeden Fall entwickeln. Kann sich entwickeln auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein paar Tage nach dem Smoken und ich muss sagen, es ist so, ihr habt gesehen, ich war die ganze Zeit richtig witzig, hatte richtig Spaß, habe richtig gefressen, hat richtig miese gebockt so. Aber ich sage euch auch ehrlich, so wie es ist, am Ende war es ja auch schon so bei mir, ich war so ein bisschen müde, ich war so ein bisschen mehr am Hängen und die Tage danach, also sogar bis heute noch ist es so, dass ich so ein bisschen Nachwirkung spüre, dass ich mich so schlapp fühle, müde, antriebslos, vor allem bei Sachen, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Das ist halt auf jeden Fall eine Schattenseite vom Cannabis, was man auf gar keinen Fall vergessen kann. Ein weiser Mann hat mal gesagt, egal was für Drogen du nimmst, Cannabis, Alkohol oder sonst was, es ist immer so ein Ausgleich von den Glücksgefühlen. Du hast vielleicht an einer Stelle ein richtig hohes Ausmaß an Freude, an Endorphinen, die ausgesetzt werden, aber irgendwann später, meistens dann am Tag danach oder irgendwie ein paar Tage später sogar noch danach, ist dein ganzes Glückslevel so runtergefahren mäßig, weißt du? Auf denen, dass sich das wieder ausgleicht. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich jetzt auch beim Cannabis gehabt. Das heißt, ich will einfach nur als letztes Statement einmal noch hinzufügen, dass es jetzt nicht nur fresh ist und nicht nur Spaß macht, sondern auch sehr viele Negativaspekte mit sich bringen kann. Das war's mit dem Video. Gönnt mir Like, Kommentar, aber wir sehen uns nächstes Mal.